Dieses Video wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com/rpgheaven. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu Gregors Gaming Gyros mit The Last Case of Benedict Fox. Ein Metroidvania, was gerade noch in der Mache ist. Ich habe es bereits seit der letzten Gamescom im Auge. Dort habe ich es kurz Backstage anschauen können. Leider nicht selber spielen, aber nur zuschauen. Bei Microsoft, bei der Vorstellung. Und da hatte ich die Gelegenheit, ich weiß nicht, ob ihr den Game Talk, den aktuellen, geschaut habt bei Rocket Beans TV, werden wir hier das Intro sehen. Bei einem Online-Event von Microsoft dabei zu sein, wo die Entwickler mal ein bisschen mehr was aus dem Spiel präsentiert haben. Ein Metroidvania mit ganz eigenständigem Design und Cthulhu-Inspirationen in Sachen Story und Game Design. Da werdet ihr wahrscheinlich jetzt hier sehen. Während die Bücher mit uns sprechen. Wieder rausspringen. Überraschenderweise, da hab ich nichts gewusst, jetzt wo der Event letzte Woche gewesen ist, als ich mir das angeschaut habe, im Rahmen des Steam Next, glaube ich, heißt es, Demo-Festes, ist eine Demo davon bei Steam aufgetaucht. Wird es natürlich nicht nur auf der Xbox geben, sondern eben auch für PC. Und ey, ich wollte das so oder so spielen, die Demo ist hier, lass das gemeinsam machen. So RB, um einen Schlag zu parieren. Okay, X zum Angriff. X gedrückt halten, um einen schweren Schlag aufzuladen. Also RB parieren, X um anzugreifen, R um auszuweichen, rechten Stick, alright. Rechter Stick in einem 2D-Game, okay. LB zum Zielen und LB gedrückt und Viereck respektive X zum Schießen. Okay. I get it. Oh. Ich wollte gerade sagen, lass uns doch mal loslaufen. Das Steuerkreuz funktioniert nicht. Nein, das ist ein Spiel, das man in 2D spielt, aber mit Analogstick. Aber na gut, der Charakter bewegt sich auch analog. Also langsam, wenn ich wenig bewege. A um zu springen. A gedrückt. A zum Springen. A gedrückt halten, um höher zu springen. Also ein Spiel, da muss ich mich wieder umgewöhnen. So 2D-Games so zu spielen, wird immer relativ knifflig. Mal gucken, in welche Richtung das geht. Ne? Es sollte ja klassisch Metroidvania sein, von dem, was ich gesehen habe. Also mit eher so aufwendig gebauten Level. Wobei, es könnte ja schon hier so ein bisschen in die Richtung Ori gehen, mit so ein bisschen mehr Kampf. Wenn du Gesundheit am Ende ist, wähle Wunderwasser und halte Y gedrückt, um dich vollständig zu heilen. Wo kann ich denn Wunderwasser wählen? Ist das Steuerkreuz? Aber auf jeden Fall ist wohl schon ausgewählt. Und ja. Eckdetails habe ich ja schon ausgeführt. Ihr könnt die Demo auf Steam momentan finden. Oh, ein Doppelsprung. Habe ich gerade einen Doppelsprung gemacht? Fordert eine Verstärkung. Wenn der Indikator erscheint. Ah, irgendwas hilft mir da, ne? Okay, ich kann mich oben an die Brücken. Ah, wenn so dieses. Okay, I get it. Wenn das da ist, kann ich einen Doppelsprung ausführen. Kurz ausgeführt, ja, im Rahmen des Demo-Festes. Könnt ihr also for free runterladen. Release soll in ein paar Monaten, meine ich, offiziell sein. Harry, I know where my father lives. Do you have anything for me? Not at the moment. I need to ask you to do me another favor. Can you get me another amplificator? I damaged this one while trying to escape. I'll see what I can do. 29 Kimberly Way, Boston. Meet me there. Meet me there. Ich konnte nicht besonders viel einstellen gerade in der PC-Demo, außer die Auflösung. Also es läuft jetzt hier auf 1080p. Während ich Capture im Rechner steckt eine RTX 3070 drin. Das sollte eigentlich ausreichen für diese Art von Game. Ich muss mal gucken, ob ich es dann auch auf dem PC spiele oder es wird ja auch im Game Pass, soweit ich weiß, drin sein. Aber werde ich es einfach auf die Xbox laden. Ist, glaube ich, einfacher, wenn es soweit ist. Aber auch wenn ich so ein kleines bisschen Metroidvania überdrüssig bin. Scheint interessant genug vom Styling und der Art her zu sein. Jetzt muss das Gameplay nur noch stimmen. Only anguish fills this residence, Benedict. You're saying there's no one here? Huh?
Also Cthulhu redet mit uns oder wer auch immer. Während wir hier runterklettern. Oder rauf. Runter? Wir standen runterklettern. Aber er meinte wahrscheinlich hier raufklettern eher. Schallplatte, Grammophon. Ah, okay, wo es dann leuchtet. Kann man hier speichern? Nein. Anscheinend nicht. Schallplatte. Eine Schallplatte unten. Muss ich die erstmal nehmen. Plot Twist. Die Band Plot Twist war im Monat. Hat noch niemand jemand was von ihr gehört. Wir nehmen mal. Und packen es mal ins Grammophon. Welche Schallplatte? Ich nehme das mal hier. Meine neue Lieblingsband. Okay, keine Ahnung, was es macht, außer Musik hören. Oder stand das da gerade? Irgendwas stand da auf jeden Fall. Oh, Fotografie. This must be the woman my father loves. The embers of love are buried beneath the ash. Also der letzte Case von Benedict Fox. Wir suchen wohl unseren Vater und werden von dieser Cthulhu-artigen Stimme angeleitet. Was vielleicht unser Vater ist. Kann ich die Map mir eigentlich anschauen? Okay. Ach, guck mal, die Map ist so mehr so Piktogramm-Style fast, anstatt nur blaue Felder. Fragezeichen, wo man alles sehen kann. Inventar. Okay, das ist noch nicht alles ganz übersetzt. El que tiene esperanza tiene todo. Una bebida refrescante que cura mis heridas. Refrescante, erfrischend. Cura, heilen. Meine Heridas, meine Hämorrhoiden. Nein, ich kann kein Spanisch. So ist es wahrscheinlich, oder? Verbrauchsgüter, also noch nicht alles über. Ist auch die aktuelle Demo, wie gesagt. Ne? Also da haben wir auch potenziell gesehen, dass da eine Einblendung, ich kann mich zumindest noch an eine Einblendung erinnern. I'm supposed to be the one with bad feelings. Pull yourself together, Benedict. Dass alles noch Work in Progress ist. Okay. Okay, die Tür nach unten, da können wir nicht rüber. Also ich muss das Steuerkreuz immer wieder benutzen, um da quasi diese Übergänge zu machen. Und dann laufe ich aber mit dem Analogstick. Was mich so ein bisschen verwundert, also wenn ich da hingehe, es zeigt mir Tür nach unten mit dem Steuerkreuz. Wäre es nicht logisch, Tür nach rechts mit dem Steuerkreuz statt nach unten? Weil hier bin ich dann... Wenn ich wirklich eine Treppe habe, wo ich hochgehe, dann würde ich auch lieber hochdrücken, anstatt rechts. Abgerissene Seite. These runes look like the ancient writing of the old ones. This could be a fragment of what I'm seeking. The forgotten ritual. We're close. Don't let your fright hold you back now. Since I found the first piece, there must be more. Immerhin hat er jemanden, mit dem er reden kann, ne? Das ist bestimmt... Da muss ich die Frequenz vorher wissen, ne? Irgendwie sowas. Und ich muss mehr von diesen Seiten finden. Oh, noch ein Rätsel. Locked. Okay, hätte ja vielleicht klappen können, also das Rätsel weiß ich hier noch nicht. Ich könnte eventuell in meine Items gucken, aber ich möchte erstmal noch ein bisschen sammeln. Geldbeutel, das nehme ich. Der lederne Geldbeutel meines Vaters, er riecht väterlich. Merkwürdigerweise befindet sich darin eine Visitenkarte eines Inquisitors. Das ist kein gutes Zeichen. Ah, und ich kann es drehen und inspizieren. Ah, Schlüssel! Ein schöner, solider Schlüssel. Habe ich hier noch was? Monetas? Du kannst jederzeit zum Inventar zurückkehren, indem du die Options-Taste drückst, also Start. Da ist das Notizbuch mit den Grundlagen. Und hier der Amplifikator. Erstaunliches Gerät, das mir ermöglicht, die Fähigkeiten des Begleiters sicher anzuwenden. Das Haus des Dämons, eine Kreatur, die weder hier noch da ist. Eine zerbrechliche Verbindung, ein Prototyp von mir. Also der Dämon ist der, mit dem wir sprechen, über den Amplifikator.
muss wieder mein Cthulhu aufbrushen, anscheinend. Wir haben das Foto, die neue Frau meines Vaters, also unsere Stiefmutter. Sie ist sehr schön, in ihren Augen steckt eine gewisse Traurigkeit. Genauso habe ich mir meine Mutter immer vorgestellt. Aber es ist auch die neue Frau deines Vaters. Kann ich das drehen? Da, wusste ich es doch, inspizieren. Ich habe dir mein Foto geschickt, aber wenn es dir nicht gefällt, versichere ich dir, dass es mir egal ist. What? Ist aber nicht nett. Warte mal, kann ich das auch inspizieren? Da. Holy shit. Ich bin Quato. Okay, mach mal wieder zu. Holy Fackenstein. Was war da mit inspizieren? Erste Zeile einer abgerissenen Seite. Hier habe ich mein Bajonett. Oh, kann ich den Schlüssel benutzen hier? Warte mal, muss ich das übers Inventar machen? Da. Nee, inspizieren habe ich nur. Ein schöner Schlüssel, gut gemacht, solide mit einem Symbol, den ich wiedererkenne, ein weiteres Rätsel, das zu lösen ist. Sieht aus wie ein L oder ein Gamma. Sind das die Zeichen, die wir hier gesehen haben vielleicht? Nee, die sind zu verschnörkelt für das, was wir auf dem Schlüssel sahen. Ich konnte nicht viel Grafikeinstellungen machen, nur die Auflösung, wie gesagt, auf 1080p. Ich hätte nochmal, wobei, es könnte V-Sync noch möglich gewesen sein. Kann ich das hier? Einstellungen anzeigen. Hier, ja, V-Sync und Schütteleffekte konnte ich machen, aber sonst nicht besonders viel leider, außer natürlich jetzt Helligkeit, Kontrast, den ganzen Schüssel. Ich hätte gerne nochmal ein paar mehr Optionen bei einer PC-Version hier zur Verfügung gehabt. Ich habe das Gefühl, trotz V-Sync läuft es nicht zu, also nicht perfekt rund. Aber es ist auch eine Demo, ne? Muss ja nicht unbedingt so sein. So, kann ich hier was mit dem Inventar machen? Questgegenstände? Schlüssel. Achso, warte mal, kann ich den nochmal weiter inspizieren? Da ist nichts, ne? Also hier bin ich runtergegangen, oder? Und hier ist eine Tür. Schlüssel mit einem Symbol gebraucht. Okay, dann habe ich sie aufgemacht jetzt. Sehr gut. Der Style ist schon nice. Also ich mag das irgendwie. So, I lost my father before I had a chance to know him. I can sense your despair. Benedict, the cadaver you call your father, his sorrow and dread have not yet dwindled. The shade is so dense and the madness so fierce that I can barely hold on. No sign of a struggle anywhere around him, and yet he defended himself desperately. But from whom? The trail of blood leads to this lock. Not all is lost yet. I can guide you through his memories, Benedict. Also wir gucken uns jetzt die Erinnerung unseres toten Vaters an. Ich wurde Cthulhu'd. In den toten Vater rein. Komm, Guybrush. Ich meine Benedict. Auch wenn er ein bisschen guybrushig wirkt. Okay. Neuer Anker wurde freigeschaltet. Damit kannst du zwischen Orten teleportieren. Für die Zwecke der Demo-Version, die Fähigkeit des Doppelsprungs wurde hinzugefügt. Wenn du nahe einer Klippe oder Decke bist, haben wir gesehen, ja. Es wurde auch eine Kogai-Haarnadel hinzugefügt. Mit ihr können gewisse Türen geöffnet werden. Du kannst sie auch benutzen, um Gegner zu verlangsamen, indem du Y drückst, wenn sie ausgewählt ist. Okay, wie kann ich sie denn auswählen? Ach, hier. Wenn ich Y drücke. Und dann regeneriert sie. Hier kann ich den Doppelsprung machen. Mal gucken, wann sie regeneriert. Ui.
werde verfolgt hier. Ja, soll ich lieber aufpassen, nicht ins Klump. Hier sieht die Grafik echt schick aus, muss ich sagen, ja. Das Haus ist wahrscheinlich dann eher die Hub-Welt. Während ich hier schauen muss. Okay, warte mal. Hier soll ich rauf, ne? Sickly mass of concentrated ink formed into a human-like abomination. Like a phlegm on a lung. It sticks to the mind. Ui! Also ich muss auch mit dem linken, mit dem linken Stick zielen, wenn ich. Also mit dem Analogstick zielen, wenn ich dann LB gedrückt halte zum Schießen vorher. Deshalb ist der Schuss jetzt rübergegangen bei dem Johnny. A notebook page describing the keys. It looks like the last one can be imbued with any number I want. I just have to find it. Okay, ich wollte eigentlich inspizieren, aber das ging jetzt direkt dort, warum auch immer nicht, obwohl das da angezeigt wurde. Ich muss also noch den letzten Schlüssel finden. Okay, Double Jump. Uff, knapp. The turnkeys must perish for you to find your way home. Ui, mal zurück. Ich habe wohl keine Kugel mehr. Ja. Ah, zu früh geblockt. Am Fatal. Okay. Ah, das ist wohl hier ein Warp, oder? Oder kann ich hier rein? Was bedeutet das? Tinte hinterlegen. Sich teleportieren. Also das ist wohl, ja, wie die Warp-Glockentürme da. Oder das, was wir ins, also ich denke gerade in Symphony of the Night Terms. Ist da was oder ist das nur Deko? Da gibt es ja diese großen Schlüssellöcher, ne, bei Symphony. Tür geht nicht auf. Ich bin echt bei solchen Games nicht ein Fan, mit dem Analogstick spielen zu müssen, auch wenn das hier Sinn ergibt. Your father's ego has suffered more than we anticipated. It's devoured. Okay, das war nicht cool von mir. Das war so überhaupt nicht cool von mir. Ich dachte, ich könnte nochmal fliehen. Verdammt, wie ging das heilen nochmal? Steuerkreuz nach oben. Und er schmeißt mich bei dem Warp-Punkt da raus. Okay, also es ist auch ein Bonfire hier quasi. I pulled you from the void. Limbo banished you, Benedict. Also die Tür konnte ich nicht aufmachen. Ich muss das Blocken timen. Zu früh, Gregor. Nochmal. Okay. Ja, in der Form erinnert es tatsächlich mehr, wenn wir den Analogstick benutzen müssen, an Metroid Dread. No? Oh ja, das hatte ich auch in der Preview gesehen. Also, ups, zu lange gedauert. Nochmal. Ach, sieht irgendwie ekelhaft aus, ey. Tarot card. I didn't get the impression he was the astrologer. It's not his, but it reminds him of someone silly and naive. It's annoyingly warm. Unnecessarily so, if you ask me, Benedict. Tarotkarten gehen immer, ne? Wow, was bist du für einer? Quicktime Event. Ich gar nicht gesehen, dass du da unten liegst.
Hab mich Energie gekostet, warte mal. Ja, also ein Wunderwasser haben wir für einen Hitpoint. Aber mehr leider nicht. Moment. Also was hatten wir denn hier? Hatten wir hier was? Kann ich hier runter? Scheint nicht direkt. Wow! But why? Uff. Nee, fast. Okay, warte mal. Ach, RB. Nee, LB. Okay, da, ach, das ist nur Deko an der Seite. Na gut. Vielleicht soll ich hier gar nicht runter. Doch, es geht. Falsche Taste zum Blocken benutzt. Ich hatte wieder das Gefühl, ob ich das Timing falsch gemacht habe. Steuert sich ein bisschen kriegelig. Verdorrte Hand. Or that of a saint, if there's any difference. An old-fashioned relic, but still powerful. Jetzt sind wir schon was bei Monkey Island hier angekommen. Wir haben eine verdorrte Hand. Krümel, 350. Also, ich habe noch echt ein bisschen so Probleme mit dem Feel der Steuerung, muss ich sagen. Fühlt sich ein bisschen floaty, ein bisschen unpräzise an. Okay, kein Schlüssel für diese Tür. Das letzte Mal hat er den ja selbstständig benutzt. Checken wir auf der anderen Seite. Oh, ein Finisher mit R3. Okay. An embarrassing memory, analyzed over and over. Shameful, itching, uncomfortable, even for me. Okay, das sind, ach ja, wir sind ja in der Gedankenwelt unseres toten Vaters irgendwie, ne? Klar, dass wir dann solche Geisterbilder sehen. Ist es gut? Okay, zum Glück hat das mit der Knarre gut funktioniert. Ich habe nicht so viel Energie, ne? Ich würde schon gern irgendwo eine Heilung haben. Okay, und schon habe ich die Heilung nicht gekriegt. Ich wurde verbannt. Aber ich komme wieder am Savepunkt raus, oder? Ach, die habe ich... Oh, da bin ich gestorben und oben wäre der... Ah, ich, da, wo ich gestorben bin, da drüber wäre der nächste Warp-Punkt gewesen. Das ist dumm. Das ist wirklich dumm, ey. Ah, ich hab's noch nicht mal gesehen. Ich habe es doch nicht mal gesehen. Gehen wir mal so entlang, dass wir das schnell aktivieren können. Falsche Ecke, ne? Oder? Die Richtung, andere Richtung war zu. Auch so ein Gefühl, was ich beim Spielen hier bekomme, ist, okay, ich kann hier nicht rüber. Nochmal.
Also lieber nicht zu sehr eilig sein. Die PS3-360-Ära Castlevania. Also ich meine jetzt nicht konkret Lords of Shadow, aber Lords of Shadow Mirror of Fate zum Beispiel. Was ja der 3DS-Ableger war. Das hat auch so ein Feeling gerade. Warte mal, falsche Richtung. Wir wollten in die andere, ne, weil da der Savepunkt zum Aktivieren ist. Machen wir nämlich auch gleich. Ne, warte mal, hier, von hier sind wir gekommen. Wo ist denn der Savepunkt? Muss ich dann doch noch weiter? Und noch einen runter? Okay, dann bin ich wohl doch noch weiter. Kriegen wir nicht auf. Also die grundsätzliche Art ist ein bisschen Horror-Styling. Okay, jetzt bin ich ganz anderswo gelandet. Finde ich immer cool. Fuck, Boss, ne? Wow! Ich hab doch geblockt. Da weg. Weg. Okay. Oh. Tot, oder? Ah, verdammt. Mies. Wie bin ich denn jetzt da in den Boss reingestolpert? Oh Mann. Gib mir kurz einen Moment. Ich muss kurz mal ein Päuschen machen, aber für euch geht's gleich weiter. Hey, da bin ich wieder. Let's try again. Jetzt haben wir natürlich immer noch nicht den Warp-Punkt aktiviert. Oder? Nee, haben wir nicht, ne? Ach, das wird dumm. Wobei, wo bin ich? Wo bin ich hier jetzt rausgekommen? Nee, doch, okay. Der Warp-Punkt ist doch aktiviert. Wann habe ich den denn aktiviert? Wahrscheinlich gar nicht drauf aufgepasst. Schwacher Boden ist da. Gut. Okay. Irgendwie habe ich den wohl aktiviert und hatte gar nicht drauf geachtet. Kann ich irgendwie ins Stampfer machen? Schwacher Boden? Nee. Also, wir hatten einen Boss weiter. Ich konnte mit dem rechten Stick ausweichen, oder? Okay, das muss ich vielleicht machen auch. Let's try again. Yikes. Okay, diesmal haben wir es nicht gut gemacht. Okay, auch nicht gut gemacht. Wieso läuft das denn jetzt schlechter als vorher? Ist es wohl nicht so gut. Och Leute. Och Leute, Leute, Leute. So gut habe ich die Steuerung doch noch gar nicht drauf, dass ich jetzt Bosskämpfe machen muss. Kann ich mich irgendwo upgraden wenigstens? Konnte ich das... Also vorhin hat es besser geklappt, hatte ich das Gefühl.
Ah, okay, das ist eine Abkürzung hier. Der Boss ist also nicht so weit weg. Sind wir ja schon da, ne? Ich habe meine Seelen eingesammelt, oh. Okay, blocken geht auch. Okay, hier drüber springen. Blocken hat's. Ah, shit. Muss ich echt aufpassen. Okay, rückwärts klappt der Block gar nicht. Okay, der Block klappt nicht rückwärts. Also ich muss, wenn die Steine geworfen werden, muss ich ausweichen. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Kriegen wir schon gedeichselt. So. Also blocken, ausweichen mit dem rechten Stick. Das Ballern, bin mir nicht sicher, ob ich das Ballern noch irgendwo einsetzen kann. Ausweichen. Springen. Okay. Ah, zu früh. Shit. Oh, das geht aber schnell. Warum packt ihr mir den 2 dahin? Fuck! Oh, hier kann man sogar bewegen. Ups. Komm, ich habe Metroid Dread am Stück auch durchgespielt. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Wobei die Steuerung ist nicht so gut wie bei Metroid Dread. Was jetzt den ersten Eindruck hermacht. So, ich über meine Seelen. Ausweichen, ey, nicht. Geschafft? War's das? Okay. Geschafft. Irgendwie wobei. Ich habe das Gefühl, dass es nicht so final wie der Boss geht. Aber gucken wir mal kurz auf die Stats. 0 Headshots, 10 Kills, 2 Perfect Parries, 35 Minuten, 6 Deaths und 62% der Items. Also wir hätten da noch ein bisschen was wir machen können. Gehen kurz zurück zum Hauptmenü. Ja, probiert die Demo selber aus. Ich finde es in Ordnung. Ich habe noch nicht das Gefühl für die Steuerung bekommen, mag den Style. Muss mal gucken, wie das so zusammenkommt. Storytechnisch wirkt das alles noch sehr verworren. Aber es hat genug
Sachen dabei, wo ich mich gerne mal ein bisschen rein verbeißen möchte. Wenn ich vielleicht ein bisschen besser mit der Steuerung zurechtkomme, könnte das ja was sein. Checkt gerne das Ding auf Steam aus. Ansonsten, wie gesagt, Xbox dann wohl auch mit Game Pass und allem drum und dran in ein paar Monaten. Schreibt eure Eindrücke gerne unten in die Comments rein. Ich werde noch ein paar andere Steam-Next Demos ausprobieren. Planet of Lana interessiert mich auch noch. Also nach Möglichkeit werde ich das auch noch gleich hinterher mir genehmigen. Und das solltet ihr dann auch bald auf dem Kanal sehen können. Ansonsten sage ich danke im Speziellen natürlich für die Leute, die hier supportet haben unter patreon.com/rpgheaven oder steadyhq.com/rpgheaven. Die machen es möglich, dass so ein Content und viel mehr Sachen hier entstehen können. Also extra Dank dafür und danke für alle, die es machen werden. Podcast, wenn es passt, auf plauschangriff.de. Ansonsten alles weitere hier auf rpgheaven.de. Ich sage tschüss, bis dann.